als ich im Jahre 1924 in Paris weilte, wurde ich öfters eingeladen, in den vielen Schulen der großen Stadt den Pariser Knaben und Mädchen Vorträge zu halten und Geschichten zu erzählen. Ich folgte diesen Einladungen natürlich gerne, hatte große Freude daran, mitten unter der fröhlichen Jugend zu sein. Und ich sah auch, dass sowohl die kleinen wie die großen Kinder immer und überall spannende Geschichten ungemein gern hören. Eines Tages erhielt ich einen Brief von dem Direktor des Aloysius Kollegs in der Franklinstraße. Dieses Kolleg ist eine Lateinschule, ein großes französisches Gymnasium. Die Pariser nennen es Kolleg Saint-Louis de Gantois de la Rue Franklin. Und da dieser Name etwas lang ist und die Franzosen die Neigung haben, alles kurz zu machen, nennen sie die Schule einfach Franklin. Das genügt ihnen. Ich soll sicher den Gymnasiasten einen Vortrag halten, dachte ich, als ich den Brief sah. Ich öffnete ihn und es war wirklich so. Die jungen Franzosen wollten Geschichten von mir hören. Sofort machte ich mich bereit, nach Franklin zu fahren. An der Porte de Versailles, wo meine Wohnung war, stieg ich in einen Eisenbahnzug, denn ich hatte einen langen Weg durch die riesengroße Stadt zu machen. Der Zug sauste tief unter den Häusern durch finstere, unterirdische Gänge dahin. Nach einer halbstündigen Fahrt stieg ich aus. Ich war in der Nähe des Kollegs. Noch eine kurze Wanderung und ich hatte das große, schöne Gymnasium erreicht. Als ich vor der Eingangspforte stand, schoss mir ein fröhliches Lachen und Rufen entgegen. Die vielen Zöglinge hatten gerade Pause und tollten wie wild in den Höfen der mächtigen Anstalt herum. Das ist ja herrlich, rief ich halblaut vor mich hin. Eine solche Menge junger Burschen und eine solch lustige Gesellschaft. Ich klingelte. Der Pförtner öffnete die Tür und führte mich hinein. Sofort begab ich mich nach dem Gebäude, in dem der Direktor wohnte. Der Weg dorthin lief quer über die Spielplätze. Ich musste also mitten durch die vielen spielenden Kinder gehen. Ich hatte es nun freilich schon oft erfahren, wie klug und lebhaft die kleinen Pariser Knaben und Mädchen sind. Wunderte mich aber doch jetzt darüber, dass sie so gar nicht schüchtern waren. Nun, vielleicht kam es auch daher, weil ich so tapfer auf sie zugeschritten bin und ihnen so entgegengelacht habe. Kaum hatten mich die Nächsten gesehen, da kamen sie auch schon auf mich zu. Wir begrüßten uns gegenseitig und gleich fing ein kurzes Gespräch zwischen uns an. Jetzt wurden auch die vielen anderen fröhlichen Spieler auf uns aufmerksam. Von allen Seiten stürmten sie herbei. Und ein dichter Knäuel von freundlichen kleinen Gymnasiasten bildete sich um mich herum. Es gab eine Menge zu fragen und zu antworten. Die Jungen wollten natürlich wissen, wer ich sei, und ich wollte sie ebenfalls alle kennenlernen. Ein sehr gebeckt reinschauender Junge stellte mir seine Kameraden vor, einen nach dem anderen. Aber okay, ich bekam so viele verschiedene Namen zu hören, dass sie mir alle wieder aus meinem Kopf davongelaufen sind. Nur einen habe ich im Gedächtnis behalten. Dieser Name war nämlich so kurz und so leicht zu merken. Und der kleine Junge, der ihn trug, machte selber einen so tiefen Eindruck auf mich, dass ich ihn nicht mehr vergessen konnte. Der Junge hieß